Mr. Bletsch. Mr. Bletsch, schönen guten Morgen. Mr. Bletsch ist mit dabei. Mr. Bletsch, den hatten wir schon. Okay, ich muss ein bisschen ausprobieren. Dim, dickette. 16. Ne? 8. Das sind Thunder Drums. Die kommen aber erst später. Jetzt zuerst die Taiko Drums. So. Versuchen wir es mal. Dieses Instrument klang etwas wie das. Der Skype-Anruf, ja. Wenn du aus der Schweiz kommen würdest, Kartoffel, würdest du das kennen, weil normalerweise klingt das so. Einfahrt ICE von Bern nach Zürich hat 10 Minuten Verspätung. Oder so irgendetwas. Das ist das, die Durchsageanzeige? Nee. Der Jingle für die Durchsagen an den Bahnhöfen bei uns. Der Schweizer Bundesbahn. Habe ich mir geglot. Yes. Nein, doch. Oh. So. Fertig jetzt. Ja, irgend so etwas, ne? So, der ist noch sehr verhalten von der Lautstärke jetzt, ne? Und der ist nämlich ein bisschen auf die linke Seite gepannt, ne? Und die Thunder Drum, die ist auf die rechte Seite gepannt. Und da will ich jetzt, ich habe da ja kurze, schnelle Teile drin. Und die will ich auf der anderen Seite an einem anderen Ort machen. Ja, ich glaube, das könnte funktionieren. Das könnte funktionieren. Welche nehme ich denn? Ich glaube, ich versuche es mal mit den beiden da. Bei uns klingt es ähnlich, man versteht nur weniger. Ja, bei uns meistens auch. Ich muss zwar sagen, sie ist sympathisch, die Sprecherin. Und meistens versteht man es. Meistens. Wenn man es verstehen will, ne? So, jetzt habe ich da eine Abwechslung drin. Man hat es jetzt wahrscheinlich nicht gut gehört, aber die etwas schnelleren Parts zwischendurch, die sind jetzt nicht bei beiden Drums gleichzeitig.
Das stimmt ja hinten und vorne nicht. Ich hab's ja noch gar nicht kontrolliert. Ist eure Bahn auch so derbe und zuverlässig? Nee. Kann ich so nicht bestätigen. Es gibt schon... Wir sind in der Nähe von Olten. Das ist ein sehr großer Bahnhof. Das ist eigentlich der... Also ist der Kilometer Null in der Schweiz. Der Bahnhof Olten. Und von Olten her zählt es überall hoch. Also ist eigentlich der Mittelpunkt des Schienenverkehrs in der Schweiz. Auch wenn das die Zürcher nicht gern hören, aber es ist Olten. Ist halt einfach so. Und es ist eigentlich nicht ganz so schlimm. Also die meisten Züge verkehren schon rechtzeitig. Das größere Problem, was wir haben, ist, dass du eine Menge Geld zahlst für den Sitzplatz und dann zu der Zeit, in der du fährst, stehen musst, weil die Züge überfüllt sind. Das ist das größere Problem im Moment. Und du kannst nicht einfach mehr Züge anhängen, weil der Bahnhof sonst zu kurz ist. Hatte mal ein interessantes Gespräch mit einem SBB-Mitarbeiter, also mit einem Lokführer. Der hat gesagt, ja, kannst du schon viele Züge mehr anhängen. Irgendwann hast du das Problem, dass du mit deinem Zug die Stellwerke verstellst, wenn du am Bahnhof anhältst. Und das ist natürlich dann auch doof. Ist nicht ganz so einfach. Es ist aber bei uns wirklich, ich empfinde das nicht als sehr schlimm. Und vor allem sind sie, was man sagen muss, extrem schnell mit Ersatzbussen, wenn wirklich mal was schief geht. Also da muss ich sie, ja, muss ich eigentlich sagen, ja. Ah nee, das ist bei uns nicht so, Kartoffel. Also es ist schon nicht die Regel. Ich würde schon sagen, meine Freundin hat mal erzählt, dass sie im Sommer am Bahnhof stand und da kam die Meldung zur Verspätung wegen Schnee. Ja, hey, vorletztes Jahr oder so hatten wir anfangs Mai noch Schnee. Oder wieder. Na? Also so ganz, das weiß man nie in der Schweiz. Und ich habe das Gefühl, in vielen Regionen in der Schweiz ist das auch das ganze Jahr das Problem. Der Schnee. Nee, so schlimm ist es wirklich nicht, muss ich wirklich sagen. Also, meistens, ich sag, die in der Regel sind sie schon pünktlich. Also, sie sind mehr pünktlich als unpünktlich, würde ich so sagen. Aber ich fahre auch nicht sehr oft Zug, muss ich auch zugeben. So. Ich habe wahnsinnig ungenau gespielt. Alter, da war es doch vorhin schon. Das stimmt eigentlich. Jetzt müssen wir hier noch reinhören. Da hat es am Anfang schon mal überhaupt nicht. So, das stimmt schon mal gar nicht. Späschere. Was sagt unser Späscher Ohr? Du bist nicht schlecht, Kartoffel. Du bist wieder eine Minute zu früh. Du hast das richtige Timing. Aber du bist doch ein bisschen zu früh. Ein bisschen zu früh. Aber für dich speichere ich mein Projekt jetzt, dass wir dann weitermachen können oder so. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Für dich speichere ich das Projekt weiter. Schwachsinn! Gott, ey! Das stimmt ja hinten und vorne nicht. Bam, boom. Bam, boom, bam, boom, bam, boom. Wo ist denn das hier hinten erst? Du, gu, du, gu, du. Oh, hier, oder? What? Ich bin hauptberuflich Timer für Twitch-Streamer. Ja, nice. Ein Berufstimer. Justin Timerlake. Neue Geschäftsidee. Lass mich auch reinstellen. Ja,
Why not? Der Kartoffel-Timer-Lake. Ach, Mann. Ach Gott, ey. Ja, jetzt. Stimmt's ja dann wieder. So, und zusammen müssten die einigermaßen ausgeglichen sein und eben nebeneinander durchspielen, dort wo sie es sollen. Ah, ruf! So. Mir gefällt der Sound hier nicht. Ich nehme das mal. Ja, ich glaube, das ist nicht besser. Hey, Gritty Bounce! Welcome! Glaube ich jetzt besser. Wie geht's, wie steht's? Ja, dann mal kurz da das Ganze, ne? Ure Schickhüt. Yes, yes. Ja, ich habe die Kappe vergessen. Die liegt dort hinten. Normalerweise habe ich Kappe auf. Habe ich aber erst gemerkt, dass ich sie nicht auf habe, als der Stream schon lief. Da habe ich gedacht, merkt niemand. Dann kommt der Bouncy-Line. Ich bin übrigens nur bis... Also, das ist rein, weil es heute verdammt warm ist irgendwie. Ich habe das Fenster auf. Ich habe die Türen ein bisschen offen hier im Studio. Was ich sonst nie habe, es ist einfach wirklich warm heute. Drums. Irgendwie nicht, ne? Irgendwie nicht. So, jetzt muss ich aufpassen. Jetzt beginne ich wieder die Drums zu layern. Und am Ende habe ich einen riesen Teil. Drums, meine ich natürlich. So, wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich gehe nochmal in die 3 zurück und höre mir da nochmal rein zum kurz Nullen, die Ohren nullen und die Ohren ullen. Wow. Und dann höre ich nochmal da rein. Beigere. Thank you.
Ah ne, warte, das muss ich anders machen. So. Achtung, Achtung. Nächstens Einfahrt des Stückes Nummer 5 von Jake's Night, Kapitel 11. Bitte zurücktreten. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Nee, also da muss schon noch, da muss noch was, also nee, das ist schon noch nicht so fertig. Also, ne? Da muss schon noch was kommen. Aber nicht unbedingt in den Drums. Weil es ist ja tragisch, bedrohlich, unbehaglich. Es muss unbehaglich sein. Oh, unbehaglich. Ich hab das unbehaglichste ever. Hey, X-Ways TV ist hier. Hallo. Herzlich willkommen in meinem Stream. Und einen Gruß von Chewie. So. Ja, den ziehe ich durch. Den Cluster. Den Cluster, den Haster, aber da ist er. Oh, Achtung. Wortspiel. Den Cluster, der Haster. Nee, nochmal. Den Cluster, den Haster, aber hier, da passt er. Wow. Es wird nicht mehr besser heute, Leute. Oh! Heute, Leute. Ein Reim! Ist das Projekt vom letzten Mal? Ja, ist dasselbe. Genau. Wir sind nur ein bisschen weiter gesprungen. Wir haben die Nummer 4 übersprungen. Die Kampfszene, weil ich da noch ein bisschen Timing-Probleme habe mit dem Hörspiel, das ich ja hier nicht zeigen darf. Das muss ich offstream noch kurz fixen. Das ist übrigens das Cluster, das ich jetzt einbaue. Das muss ich offstream noch kurz fixen, weil da muss ich reinhören, damit ich da das Tempo anpassen kann. Und dann werden wir am Samstag um 13.30 Uhr werden wir das, werden wir da weitermachen, ne? So. Spägere. Spägere? Was sagt denn die Uhr? 5 Minuten. Oh, jetzt bist du ein bisschen früh, ne? Hast du nicht mitbekommen. Ich habe mal zwischendurch gespeichert. Aber weißt du was? Für dich mache ich das, Kartoffel, weil du das so zuverlässig immer sagst. Ich soll speichern, werde ich jetzt auch kurz speichern. Und in der Zwischenzeit, wo ich hier speichere, zeige ich euch noch, wo ihr meine andere Musik euch anhören könnt. Ja, okay. Ist gespeichert, ne? Und der Timer läuft wieder, Kartoffel. Geht noch 9 Minuten, ne? Also nicht in 4 Minuten schon wieder, ne? So, ein bisschen Musik machen müssen wir auch noch, sonst haben wir ja nichts zu speichern. So, hier ist Ende Begleitmusik, Ende ausblenden. Das heißt, hier muss ich runter, ne? Passt doch. Danke. Ich mag sie auch. Ich werde euch das nächste Mal in 10 Minuten, nee, nicht mehr, ja, sagen wir, in 8 Minuten werde ich euch noch einen zeigen.
Also hier vorne ist ja ein Zwischenspiel. Das ist schon ein bisschen noch sehr zurückhaltend für ein Zwischenspiel. Also für diejenigen, die nicht wissen, was ein Zwischenspiel ist. Ein Zwischenspiel ist eigentlich ein Stück, das zwischenspielt. Fuck, nicht bereit. Wow. Nee, wir haben hier eine Geschichte und hier Geschichte in der Mitte ist eine Lücke, ne? Und da kommt Musik rein, weil der Ort ändert oder irgend sonst etwas ändert. Oder ein bisschen Zeit vergeht, das ist auch möglich, dann kommt Musik dazwischen und erst dann geht die Geschichte weiter, dass die Logik ein bisschen unterstützt wird. Und in einem Zwischenspiel habe ich keinen Prolog, da kann ich eigentlich Gas geben, aber das passt jetzt hier nicht so. Aber so ein bisschen etwas an Melodie muss da schon noch rein. Ich spüre es einfach gerade noch nicht. Ich spüre einfach gerade noch nicht, was mir die Musik hier sagen will. Ich habe so eine Vermutung in Richtung Brass, weil das ist jetzt gerade das erste, was wir Brass gesetzt haben. Wir haben noch nichts in Holz gesetzt. Noch gar nichts. Gar nichts. Ich werde da mal. Oh, ich habe die Bassflöte noch. Ja, Bassflöte. Die ist sowas von mystisch. Die mystisch fast einbauen. Wow. Ich sag ja, es wird nicht mehr besser. Die müsste ich einbauen. So, aber eigentlich hatte ich jetzt gerade eine andere Idee. Also Bassflöte, merken. Merken, Bassflöte. Chewie, merkst du dir bitte Bassflöte? Danke. So. Klarinette. Klarinette. Ja, ist nicht ganz der Sound, den ich jetzt will, aber ich hau das hier mal rein. Und zwar hau ich hier beides rein, oben und unten, weil die Klarinette hat so einen großen Tonumfang, dass die beides abdecken kann. Das hätte von mir kommen können. Ja. Weißt du, die etwas Gestörten, sage ich mal, die finden sich immer. Das ist ja das Schöne am Leben, ne? Die musst du nicht suchen, die findest du immer. Und eins kann ich euch auch noch sagen, Achtung, wichtig. Für mich ist normal ein Schimpfwort. Wenn mir jemand sagt, ich bin noch normal, ist das für mich eine Beleidigung. Das will ich nicht. Das kann jeder. Normal sein kann ich. Nee, es kann nicht jeder. Es kann eben nicht jeder. Aber die meisten können es, ohne dass sie sich anstrengen müssen. Und das ist ja wirklich nichts Erstrebenswertes. Wenn es so einfach geht, oder? So, das ist überhaupt nicht richtig hier. Das ist nicht, wie ich es haben will. Vor allem ist es ein bisschen, was ich hier gemacht habe, ist relativ dämlich, merke ich gerade. Es ist manchmal merke ich sogar selbst, wenn ich etwas Dämliches gemacht habe. Nur manchmal. So, jetzt habe ich hier nämlich, ich habe zwei aufeinander kopiert, anstatt dass ich zwei ineinander kopiert habe. Ja. Ich kann aufeinander kopieren und ich kann ineinander kopieren. Das kann ich. So. Okay. Sehen wir noch nicht, was ich will, weil ich will es kurz haben. Ich will es kurz. Mit Hose und mit Gurt, aber kurz. Hey, also heute ist wirklich nicht gut. Ich entschuldige mich für das Wegbrennen eurer Hirnzellen. Ich kann es knistern hören in meinen Kopfhörern und das sind eure Hirnzellen, die gerade flöten gehen, wenn sie diesem Schwachsinn zuhören müssen, dass ich hier gerade, was ich hier gerade vor mir gebe, von mir gebe. Ja, ich. Was wollte ich denn? Ach ja, kurz. Kurz wollte ich.
schlagwortig. Da muss ich immer kurz suchen, wo das ist. Ja. Wie bekommst du eigentlich den DRS-Sound ins OBS rein? Das, mein Lieber, das ist eine Scheißfrage. Nee, es ist eine super Frage, weil ich habe lange gebraucht, bis ich etwas gefunden habe, das wirklich funktioniert hat. Ich zeige es dir nachher gerade. Ich muss das nur noch kurz hier passen. Ja, so wollte ich es. Okay. Ja, da hat man jetzt nicht wirklich viel von mitbekommen, ne? Oh, ich bin schon zu Oberst. Shitty, shitty. Habe ich die Bassflöte schon benutzt? Ich glaube, ich habe sie hier noch nicht benutzt, weil dann kann ich die Lautstärke noch ver... Oh, doch, hier. Hört man die hier? Die hört man doch in der 3 nicht. Hört man da kaum, oder? Aber nur hier, ne? Vorne habe ich sie nicht gebraucht. Ja, da kann ich noch ein bisschen an der Lautstärke drehen, glaube ich, ne? Weil die geht schon ziemlich unter jetzt. Player. Oh, da bin ich schon oben. Wie lauter darf ich nicht mehr, sonst überschlägt mir das Ganze. Outlast, ja, das habe ich schon auch auf dem Schirm. Empfehlungen von einem Freund von mir, Five Nights at Freddy's. Oh, das habe ich auch schon. Silent Hill, Outlast. Ja, nice. Kartoffel, hau mir das Zeug auf Discord rein. Du bist ja, glaube ich, schon drauf da, oder nicht? Moment, hier, Discord. Kurzer Exkurs, hier, Gamerchat. Haut mir hier rein. Wenn ihr hier auf das Plus drückt, geht euch oben. Ah, ich kann die ja gleich hinzufügen, schnell. Oben ein Fensterchen auf. Da könnt ihr drauf antworten. Eben, es ist ein bisschen umständlich. So. Outlast. Und jetzt sollte das eigentlich hier unten wieder drin sein. Ist ein bisschen umständlich. Ah, der Kartoffel, ja, da ist er ja schon. Outlast ist drin. Silent Hill 5, ja, ich ergänze dann das noch. Nice, nice. Danke, Kartoffel, für deine Unterstützung. Danke, 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 danke. Nee, falsch, hier. Ja, Outlast, das habe ich schon Gameplay ein bisschen gesehen. Das ist schon übel. Schon übel. Also, meine Freundin wird sich noch einen Defibrillator zutun. Und zuschauen und mich dann wieder defibrillieren, wenn ich da irgendwie einen Herzstillstand habe, schlussendlich wegen irgendetwas von diesen Dingern. So.